Hallo und schön, dass du bei mir reinschaust. Heute in meinem Tutorial möchte ich dir meinen Engel, meinen LED-Engel aus Butterbrotpapier und anderen Dingen zeigen, den ich entwickelt habe, den ich mir ausgedacht habe. Wie gesagt, bei mir im Kanal gibt es immer nur Sachen, die direkt von mir kommen, meine Ideen. Und diesmal ist es dieser beleuchtete LED-Engel. Als Standengel sah jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Licht und wie einfach der geht, vielleicht für 50 Cent, 60 Cent, das möchte ich dir ganz gern jetzt zeigen mit vielen Tipps und Tricks. So, was brauchen wir? Erst einmal das Butterbrotpapier von der Rolle, da kosten 12 bis 15 Meter, kommt drauf an, wo ihr es kauft, um die 60, 70 Cent, da braucht man eine Rolle. Etwas Frischhaltefolie oder eine Mülltüte, das ist egal, aber Frischhaltefolie geht besser für den Kopf. Dann weiße Wolle, egal welche. Ich habe halt so eine schöne Mikrofaser, das sieht sehr schön aus. Ein Zollstock oder Maßband, eine große Schere, eine kleine Schere, ein Flüssigkleber, eine Spitze, das muss aber nicht Meterware sein. Ich habe jetzt hier Meterware. Was du ganz toll nehmen kannst, ist auch eine alte Gardine, eine alte Spitzentischdecke, dann hast du es gleich im Ganzen. Ich stückel hier an. Alles, was mit Spitze zu tun hat, was dir gefällt, kann man verwenden. So, dann Kunststoff, irgendwas, das ist jetzt ein großer Plastikdeckel, der geht. Oder habe ich dann von Verpackungen, was war da drin? Ich glaube, ein Schlafanzug war dann schön verpackt und da habe ich mir das Kunststoff rausgeschnitten. Das kann man verwenden und Klammern noch mal von der Verpackung einfach eine Pappe, eine bisschen stärkere Pappe, da war jetzt eine Tischdecke drinne und wenn du hast ein Heißkleber, toll zur Deko als Ergänzung dazu passt. So, was brauchen wir? Erst einmal das Butterbrotpapier von der Rolle, da kosten 12 bis 15 Meter. Kommt drauf an, wo ihr es kauft, um die 60, 70 Cent. Da braucht man eine Rolle. Etwas Frischhaltefolie oder eine Mülltüte, das ist egal, aber Frischhaltefolie geht besser für den Kopf. Dann weiße Wolle, egal welche. Ich habe halt so eine schöne Mikrofaser, das sieht sehr schön aus. Ein Zollstock oder Maßband, eine große Schere, eine kleine Schere, ein Flüssigkleber, eine Spitze, das muss aber nicht Meterware sein. Ich habe jetzt hier Meterware. Was du ganz toll nehmen kannst, ist auch eine alte Gardine, eine alte Spitzentischdecke. Dann hast du es gleich im Ganzen. Ich stückel hier an. Alles, was mit Spitze zu tun hat, was dir gefällt, kann man verwenden. So, dann Kunststoff, irgendwas, das ist jetzt ein großer Plastikdeckel, der geht. Oder habe ich dann von Verpackungen was war da drin? Ich glaube, ein Schlafanzug war dann schön verpackt und da habe ich mir das Kunststoff rausgeschnitten. Das kann man verwenden. Und Klammern. Nochmal von der Verpackung einfach eine Pappe, eine bisschen stärkere Pappe. Da war jetzt eine Tischdecke drin. Und wenn du hast, ein Heißkleber. Wir brauchen als erstes 70 Zentimeter Butterbrotpapier von der Rolle, im Zollstock oder Maßband abgemessen, abgeschnitten und dann knicken wir das in Ziehharmonika-Form. Und dann in Streifen von etwa 1,5 bis 2 cm. Einmal vorne, einmal hinten. Und das die ganze Länge nach. Und das machen wir jetzt erst einmal. Schön ausstreichen ist ganz wichtig. Feste ausstreichen. Und jetzt, wie gesagt, das ganze Papier entlang knicken. Das Papier ist jetzt schon geknickt und das wird grundsätzlich oben ein bisschen schief. Das ist aber gar kein Problem.
das einfach mal gerade abschneiden. Gerade wenn Kinder das basteln, ist es gar kein Problem, gar nicht verunsichern lassen. Abschneiden. So, jetzt machen wir hier unten eine Rundung hinein. Das sieht bei dem Kleidchen viel schöner aus. Und jetzt machen wir noch bei der Zunenseite am Saum noch ein Muster. Einfach so mal einschneiden. Höchstens bis zur Hälfte. Und das ist dann wie so ein kleines edles Spitzenmuster. Zweimal, dreimal. Und so war deine Muster drin. Jetzt brauchen wir noch ein Stückchen von der Verpackungspappe. Ich habe hier einen Rest. Die Schablonen für die Flügel hatte ich schon ausgeschnitten. Und jetzt dann Streifen, etwa 10 cm lang. Und so breit wie eure Falten sind, in der Mitte knicken. Jetzt flüssig oder Heißkleber angeben. Ist noch nicht heiß genug. Muss man noch einen Moment warten. Und dann wird jetzt einfach drumherum gelegt mit dem Kleber. Fixiert am besten mit zwei Klammern. Dann legt man es erstmal auf die Seite und gut ist es. So, jetzt kommen wir zu dem Kopf. Dazu brauchen wir ein bisschen von unserer Kunststoffverpackung. Egal, was ihr habt. Und dazu brauchen wir jetzt einen entsprechenden Kreis von etwa einem Durchmesser oder sagen wir mal ein Oval von einem Durchmesser von etwa 6 bis 8 cm. Es kommt darauf an, wie groß ihr gerne den Kopf haben wollt. Und das ist ja eine Silhouette. Und da brauchen wir eher ein Oval. Ich hoffe, man sieht so einigermaßen, aber das fällt jetzt noch mehr auf. So, dann nehmen wir die Frischhaltefolie und umwickeln uns das, dass wir so eine schöne Kopfform von der Seite bekommen. Also nicht zu viel, rund soll es nicht sein. Und wenn wir das mit Frischhaltefolie so einwickeln, dann rutscht uns auch die Wolle, mit der wir umwickeln, weniger ab. Aber wir wollen auch ein bisschen 3D-Volumen haben. Jetzt sieht man auch den ovalen. Das Oval besser. Und das macht ihr bitte so lange, bis euch der Kopf genau so gefällt, wie ihr ihn haben möchtet. Und bitte halt ihn auch noch mal am Körper dran, dann seht ihr am besten von der Größe her, wie es am besten passt. Es kommt ja noch die Wolle drauf. Aber jetzt machen wir erstmal die Grundform mit unserem Plastik innen drin, mit der Verpackung und Folie drumherum wickeln. So. Wie gesagt, guckt nochmal nach der Größe. Das geht dann am besten so. Ihr macht das Kleidchen auf. Halt euch das so hin. Halt den Kopf dran und sagt, ja, passt. Oder ist mir noch zu klein oder zu groß. Das muss dann angepasst werden. So, meine ist soweit okay. Und jetzt mit dem Faden wird es noch ein bisschen in Form gezogen. Als erstes nehmen wir den Flüssigkleber und machen rundherum auf die Folie bisschen Kleber, damit uns der Faden auch nicht abrutscht. Und zwischendurch wiederholen wir das dann immer beim Wickeln, dass wir immer wieder mal Kleber dran machen. Wenn ihr das nicht in den Fingern haben wollt, dann einfach Einweghandschuhe anziehen. Als Unterlage sage ich immer wieder, nehme ich am liebsten Backpapier, da klebt nichts fest, kann ich immer wieder benutzen. Meine Sachen gehen nicht kaputt, wie Zeitungspapier oder so. So, und jetzt wird der Kopf gewickelt. Schön, dass man nichts mehr von der Folie sieht. Im Oval dann. Und zwischendurch nochmal Kleber drauf geben, damit das auch nicht abrutscht. Dazu hatte ich die Fotos vorgestellt, dann macht ihr einfach einen Screenshot und könnt dann in der Größe, die ihr braucht, ausdrucken. So, ich mache die Schablonen aus der Verpackungspappe wieder auf so einer Verpackungsfolie oder ich nehme so einen Deckel von einer richtig Dose, Schere, aufgezeichnet. Entweder klebt das an mit ein bisschen Tesa die Flügel und könnt dann danach ausschneiden oder ganz, ganz vorsichtig mit einem ganz feinen
Edding aufgemalt und ausgeschnitten. Und am besten das wirklich auf Backpapier gelegt. So, dann nehmen wir Flüssigkleber. Wer Sprühkleber zu Hause hat, noch viel besser einsprühen. Und darauf kleben wir flächig die Spitze. Wie gesagt, eine Spitzentischdecke hervorragend geeignet, eine Spitzenbluse, eine alte Gardine, super. Ich habe jetzt hier die Meterware, die hatte ich mir schon gekauft für eine andere Deko. Da kosten 10 Meter gerade mal 99 Cent und die ist wirklich sehr schön, aber ich muss halt anstückeln. Auch kein Problem, aber wie gesagt, alles, was ihr an Spitze zu Hause habt oder so eine Rolltischdecke, so eine Meterware in Silber oder was dir am besten gefällt. Genau das gleiche kann man auch machen. Wie das? Das wird man dann flächig drüber hinlegen, trocknen lassen und dann erst ausschneiden. Und das mache ich jetzt auch mit der Spitze. Ich lege die mir an und schneide es ab, so wie es braucht. So. Und was dann prima geht, man nimmt noch ein Stück Backpapier oder knickt das hier und drückt damit mal fest. So, mal ein bisschen runterrutschen. So. Ich hoffe, man sieht es richtig. Das mal in der Mitte. Streicht so drüber hin. Und das Backpapier nimmt halt den Kleber nicht an. Und dann kann man das vorsichtig wieder abziehen und lässt es jetzt trocknen. Und jetzt zeige ich das nochmal mit dieser Tischdecke. Natürlich auch die Unterlage gut mit Flüssigkleber einstreichen oder Sprühkleber. Na, jetzt will es nicht. Und dann legen wir flächig die Tischdecke darüber, die Deko, der Dekometer. Und ich kaufe das wirklich am liebsten im Discounter. Die haben das in allen Ausführungen das ganze Jahr mal über oder in einem großen dänischen, schwedischen Möbelhaus, Bettenhaus. Kriege ich es auch ganz günstig. Ich erwähne es nochmal, ich bekomme von niemandem irgendwie was an Provision für Werbung oder dergleichen. Ich kaufe das alles selber. Das sind alles meine eigenen Ideen. Es wird auch nicht irgendwie aus dem Buch oder so nachgearbeitet. Das sind komplett alles immer meine Ideen. Und ich arbeite am liebsten wirklich Upcycling. Warum viel Geld für Bastelmaterial ausgeben? So kann man es auch toll verwenden. Und ich weiß gar nicht, was ich schon alles aus dieser Rolle gemacht habe. So, auch flächig drauf. Dann ein bisschen zuschneiden. Festdrücken, trocknen lassen. Und dann wird es erst ausgeschnitten. Und es ist viel zu umständlich, wenn wir es erst ausschneiden und dann auf die Unterlage drauf machen wollen. Funktioniert gar nicht. Und das ist jetzt noch ein Flügel. Und dann entscheidest du, was dir besser gefällt. Überall mal hin und natürlich das Ende, wenn man den Faden dann abschneidet, nochmal extra ankleben. Und durch die Folie, wenn da wirklich so ein kleiner Ritzen, aber es sieht man es ja auch gar nicht, weil es ist ja eine angenehme Farbe durch die Frischhaltefolie. Dann glitzert es höchstens noch ein bisschen und das war's. Und dann hat man den Kopf auch schon fertig. So. Bisschen 3D, wir wollen es ja von der Seite haben. Abschneiden. Ja, die Schere bündet, nehmen wir die große. Und dann gut festkleben. So. Und jetzt empfiehlt es sich auch nochmal so ein bisschen drüber hinzugehen und die oberen Fäden auch nochmal ein bisschen miteinander zu verkleben. Auf Backpapier gelegt und dann kann es in Ruhe vor sich hin trocknen. Ich zeige jetzt die Flügel, zweierlei Arten, einmal in Silber, einmal in Spitze. Nicht wundern, es sind jetzt Doppelflügel, du brauchst nur eins. Als Foto mache ich das dann auch noch.
Dann machst du bitte einen Screenshot und dann kannst du dir das so ausdrucken, wie dir das am besten gefällt. In der Größe, die du brauchst. Das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, wie man es braucht. Und dann geht es gleich weiter. Dazu hatte ich die Fotos vorgestellt, dann macht ihr einfach einen Screenshot und könnt dann in der Größe, die ihr braucht, ausdrucken. So, ich mache die Schablonen aus der Verpackungspappe wieder auf so einer Verpackungsfolie oder ich nehme so einen Deckel von einer richtig Dose, Schere, aufgezeichnet. Entweder klebt das an mit ein bisschen Tesa, die Vögel, und könnt dann danach ausschneiden oder ganz, ganz vorsichtig mit einem ganz feinen Edding aufgemalt und ausgeschnitten. Und am besten wirklich auf Backpapier gelegt. So, dann nehmen wir Flüssigkleber. Wer Sprühkleber zu Hause hat, noch viel besser einsprühen. Und darauf kleben wir flächig die Spitze. Wie gesagt, eine Spitzentuschdecke hervorragend geeignet, eine Spitzenbluse, eine alte Gardine, super. Ich habe jetzt hier die Meterware, die hatte ich mir schon gekauft für eine andere Deko. Da kosten 10 Meter gerade mal 99 Cent und die ist wirklich sehr schön, aber ich muss halt anstückeln. Auch kein Problem, aber wie gesagt, alles was ihr an Spitze zu Hause habt oder so eine Rolltischdecke, so eine Meterware, in Silber oder was dir am besten gefällt. Genau das gleiche kann man auch machen. Wie das. Das wird man dann flächig drüber hinlegen, trocknen lassen und dann erst ausschneiden. Und das mache ich jetzt auch mit der Spitze. Ich lege die mir an und schneide es ab, so wie ich es brauche. Und was dann prima geht, man nimmt noch ein Stück Backpapier oder knickt das hier und drückt damit mal fest. So, mal ein bisschen runterrutschen. So, ich hoffe, man sieht es richtig. Das mal in der Mitte. Streicht so drüber hin und das Backpapier nimmt halt den Kleber nicht an. Und dann kann man das vorsichtig wieder abziehen und lässt es jetzt trocknen. Und jetzt zeige ich das nochmal mit dieser Tischdecke. Natürlich auch die Unterlage gut mit Flüssigkleber einstreichen oder Sprühkleber. Na, jetzt will es nicht. Und dann legen wir flächig die Tischdecke darüber, die Deko. Dekometer. Und ich kaufe das wirklich am liebsten im Discounter. Die haben das in allen Ausführungen das ganze Jahr mal über oder in einem großen dänischen, schwedischen Möbelhaus, Bettenhaus. Kriege ich es auch ganz günstig. Ich erwähne es nochmal. Ich bekomme von niemandem irgendwie was an Provision für Werbung und dergleichen. Ich kaufe das alles selber. Das sind alles meine eigenen Ideen. Es wird auch nicht irgendwie aus dem Buch oder so nachgearbeitet. Das sind komplett alles immer meine Ideen. Und ich arbeite am liebsten wirklich Upcycling. Warum viel Geld für Bastelmaterial ausgeben? So kann man es auch toll verwenden. Und ich weiß gar nicht, was ich schon alles aus dieser Rolle gemacht habe. So, auch flächig drauf. Dann ein bisschen zuschneiden, festdrücken, trocknen lassen und dann wird es erst ausgeschnitten. Und es ist viel zu umständlich, wenn wir es erst ausschneiden und dann auf die Unterlage drauf machen wollen, funktioniert gar nicht. Und das ist jetzt noch ein Flügel und dann entscheidest du, was dir besser gefällt. Der Heiligenschein ist jetzt geknickt. Jetzt machen wir einmal in die Mitte. Noch ein Knick. Nehmen uns von der Gefriertüte so einen kleinen Draht oder
halt einen anderen Draht, den du zu Hause hast. Umwickeln das feste. So, der Engel ist jetzt fertig und jetzt wollen wir natürlich auch zum Stehen bekommen. Ganz easy, ganz einfach, alles Upcycling. Wir haben hier ein Brennholz, ein Kaminholz, egal was du hast. Dazu einfach einen Ast aus dem Garten. Länge bitte anpassen, ein bisschen länger, dass wir es noch einstellen können. Und dann einfach ein Loch gebohrt, den richtigen Durchmesser vom Ast. Ein bisschen größer und dann mit Holzleim, Heißkleber oder Kraftkleber einkleben. Das zeige ich dann aber auch, wenn das Loch fertig gebohrt ist. So, jetzt Heißkleber rein oder Holzleim, was du zu Hause hast. Den Stock richtig fest reindrücken. Warten, bis er fest ist. Und dann zur Verstärkung nochmal ein Stück Pappe. Das ist jetzt von den Flügeln noch. Ankleben. Am besten so auf die obere Hälfte ein bisschen ausstehen lassen, damit das nicht so sieht. Und am besten wirklich direkt auf das Holz kleben und dann erst den Engel dran. Kann man auch noch mal festdrahten, dass das gut hält. So, jetzt den Engel ausrichten, wie man am liebsten haben will. Und muss immer gucken, dass ich ja alles gut im Bild habe. Da gut Kleber angeben, auch noch aufs Holz. So. Und hinten gucken. Stimmt alles, meine Länge, meine Höhe. Und dann den Engel dran kleben. Das Kleidchen schön nochmal ausziehen. Bisschen höher oder niedriger, wie man es am liebsten mag. So, und schon steht unser Engel. Ganz easy, einfach. So, das wäre jetzt schon mal ein Vorschlag mit, also ohne Beleuchtung. Und die Beleuchtung, die zeige ich jetzt auch noch. So, jetzt kommen wir zur Beleuchtung, wenn du das machen möchtest. Ich habe eine LED-Lichterkette mit Zeitschaltuhr. Dann geht es immer zur Zeit an, die ich einstelle. Also wenn ich es mittags um 16 Uhr einstelle, dann fängt es immer um 16 Uhr an zu leuchten. Dann gibt es welche mit 4 Stunden, 6 Stunden und 8 Stunden Beleuchtung. Und geht dann automatisch aus und wieder an. Die Verpackung von den LED-Lichterketten hebe ich immer grundsätzlich auf, weil ich diese an das Objekt dran klebe. Die sind transparent, so meistens. Und da kann ich prima das Batteriefach reintun. Das fliegt nicht durch die Gegend, ist immer dabei. Und so reißt auch das Kabel nicht ab. Also wirklich auf die Seite kleben. So, und dann die Lichterkette auseinander drehen. Die ist ja aus Draht. Und kann man von hinten ganz prima in den Engel einhängen, einwickeln, um den Kopf rum und was nicht. Da muss man sich ein bisschen Zeit lassen. Halt ab ins Batteriefach mit der Batterie und dann wirklich den Engel von hinten beleuchtet. Und das mache ich jetzt erstmal in Ruhe. So, nun ist der Engel auch beleuchtet. Ihr habt gesehen, wie einfach das geht. Ich klebe jetzt einfach nochmal ein paar Schneeflocken dazu. Ich finde es süß. Du kannst auch Sterne hinkleben. Weihnachtskugeln, weiße sehen auch total toll aus, wenn man die noch dran klebt. Oder Zapfen, einfach was man zu Hause hat. So, und dann ist eine wunderschöne Beleuchtung fertig. Ich mache vielleicht noch mal das große Licht aus. Jetzt sieht man es noch schöner. Und das Ganze ohne Lichterkette kostet, weiß nicht, 50 Cent mit der Wolle, wenn man die auch zu Hause hat. Ja. Viel mehr ist es nicht. Und dann freue ich mich, dass du mit mir gebastelt hast, dass du es vielleicht genauso schön fandest wie ich. Ich bin von meinen Engeln ganz begeistert. Wie gesagt, das sind alles meine Ideen. Das ist von niemandem abgekupfert. Das entwickle ich selber, das zeichne ich, das probiere ich aus. Und dann gibt es für dich bei YouTube von mir immer diese Ideen. Und dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Lass es dir gut gehen. Genieße die Vorweihnachtszeit, Weihnachten und auch das tolle neue Jahr wünsche ich dir mit all deinen erfüllten Wünschen. So hoffe ich doch. Tschüss!